Douglas, hast du einen Moment Zeit? Ich habe einen Brief geschrieben und möchte deine Meinung wissen. Wäre ich doch bloß essen gegangen. Ja. Sehr geehrte Dame oder Herr, vor kurzem habe ich eine Tube Ihrer schmerzstillenden Salbe erworben, um einen Ausschlag zu bekämpfen, den ich mir ohne mein Verschulden zugezogen habe. Nach Anwendung des Produkts trat nicht die geringste Verbesserung ein. Im Gegenteil, die Stelle ist mittlerweile schwer entzündet und teilweise offen. Siehe Foto A. Um alle Zweifel auszuräumen, habe ich ein kontrolliertes Experiment mit einem Bekannten von mir namens Bernard durchgeführt. Siehe Foto B. Bernard ist der kleine dicke Links. Bitte begutachten Sie diese Fotos und antworten Sie mir schnellstens. Mit freundlichen Grüßen, A. Spooner. Was sagst du dazu? Es ist ganz hinreißend. Du kannst die Fotos behalten. Die kriegen noch bessere. Was soll's? Ah, nichts ist schöner, als die Arbeitsklamotten auszuziehen und in bequeme Sportklamotten zu schlüpfen. Du trägst bequeme Shorts zur Arbeit. Und wenn du fährst, hast du die Hose auf. Ich wurde gebeten, das zu lassen. Und, wie war dein Tag? Der war ganz gut. Oh, wir müssen jetzt zum Telefonieren solche Headsets tragen. Oh, die finde ich gut. Kannst du mal eins mitbringen, dann könnten wir... Du weißt schon. Was? Telefonieren, ohne die Hände zu benutzen? Nein, wir könnten so tun, als wärst du Janet Jackson oder... die Brünette von der Auskunft. Und wärst du dabei du? Hey, das tut weh. Hallo? Oh, hey, ach du. Ja klar, sicher, warum nicht? Wir sind hier. Gut, bis gleich. Wer war das? Die Suckskis, sie wollen uns irgendwas Wichtiges mitteilen. Sie kommen gleich vorbei. Was? Nein, die sind so nervig. Warum hast du gesagt, sie können rüberkommen? Was sollte ich denn sagen? Warum hast du denn nichts erfunden? Wir schlafen, wir essen, wir sind tot. Was weiß ich? Irgendeine Ausrede eben, Douglas. Tut mir leid, er sagte, na, wie geht's, Champ? Damit hat er mich gekriegt. Was wollen die denn? Du hast doch von denen nichts überfahren. Nein. Oh, warte, haben die vielleicht eine Katze? Nein. Hast du eine Katze überfahren? Ich glaube, das war was anderes. Hör zu, Doug. Ich will mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Egal, was sie uns vorschlagen, wir sagen nein. Klar? Gut, und was ist unsere Ausrede? Ich bin erkältet. Schön. Und was, wenn die was mit mir unternehmen wollen? Entschuldige bitte, das war meine Idee. Ich bin erkältet. Ich muss nur etwas näseln. Geh, geh. Hi. Hi. Hallo, wie geht's euch? Oh, entschuldigt, ich bin erkältet. Kommt rein, ihr zwei. Kommt rein, setzt euch. Danke. Also, was gibt's? Nun, wir haben Neuigkeiten für euch. Es fällt mir schwer, das zu sagen und es wird euch umhauen, ganz sicher. Tim und ich gehen getrennte Wege. Da hat niemand Schuld daran. Wir haben einfach ein paar Probleme, die unlösbar sind. Und wir wollten es den Menschen zuerst mitteilen, die uns am nächsten stehen. Oh, uns! Ja, ja, klar. Nein, ja. Tut uns so leid. Wir bleiben so lange im Haus wohnen, bis wir es verkaufen können. Was eine Weile dauern kann, denn Tim hat das Haus gekauft, als die Preise am höchsten waren. Ja, das ist wahr. So was von wahr. Tja, das sind sehr viele Neuigkeiten auf einmal. Wenn das für euch okay ist, wir müssen die Sache erstmal alleine verdauen. Das verstehen wir total. Ganz klar, Jakob. Oh, da ist noch eine kleine Sache. Wir haben in der zweiten Juniwoche in den Hamptons ein Ferienhaus angemietet. Hier ist die Broschüre. Es ist alles bezahlt, aber da wir es sicher nicht mehr wahrnehmen werden, wollten wir es guten Freunden anbieten. Tja, Leute, das ist wirklich reizend von euch, aber leider müssen wir Nein sagen. Oh. Ich muss mich in dieser Woche leider einer kleinen Darmoperation unterziehen. Wir hätten es toll gefunden, wenn ihr dorthin gefahren wärt. Ja, okay. Wir können es nicht. Nein, das können wir nicht. Richtig, Schatz? Oh, ja. Thank you.
Es ist 7:30. Wo warst du? Ich war kurz im Drugstore und dann war ich noch in den Hamptons. In den Hamptons? Ja, da wo die Suckskis ihr Haus haben. Doug, es ist so wunderschön. Es ist blau, es hat eine Veranda und diese schicken Cape Cod-Fensterläden. Was soll das? Willst du doch dahin fahren? Es steht in einer süßen kleinen Stadt namens Quark. Quark! Schatz, lass uns da hinfahren. Noch vor einigen Tagen hast du gesagt, dass wir von diesen Leuten fernbleiben sollen. Doug, das werden wir auch. Wir wollen doch nur ihr Ferienhaus anmieten und das ist ganze 70 Meilen von hier entfernt. Die zwei bleiben hier. Und ziehen bei uns ein. Ich bitte dich, lass uns eine Woche am Strand verbringen. Nein, ich will das nicht. Warum nicht? Ganz einfach, weil ich fett bin und helle Haut habe. Der Strand ist nicht der richtige Ort für mich. Ich will Urlaub machen. Nie haben wir genug Geld, um irgendwo hinzufahren, wo es schön ist. Okay, dann war Hirsche in Pennsylvania auch nicht schön. Eine ganze Stadt, die nach Schokolade riecht, wie du meinst. Aber sie bieten uns das umsonst an. Es ist so, als hätten wir es gewonnen. Bitte, 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 bitte. In Ordnung. Danke, Schatz. Los, ruf sie an. Warum muss ich sie anrufen? Weil sie dich mögen. Du bist der Nette von uns. Ich werde für dich wählen. Nett, vielen Dank. Wenn man telefoniert, ist das Wählen ja immer das Schwierigste. Hallo. Ah, hi Tim, hier ist Doug Heffernan. Hey Doug, hallo. Wie ist das Wetter da drüben? Was sagt er? Was sagt er? Könntest du eine kleine Sekunde warten, ja? Er fragte, wie ist das Wetter da drüben? Was bedeutet das? Willst du mit ihm reden? Nein, nein, mach du. Was gibt's, Doug? Naja, Carrie und ich, wir würden jetzt doch ganz gerne das Haus nehmen, falls es noch zu haben ist. Was ist mit deiner Operation? Hm? Oh, das hat sich erledigt. Die Münze ist so rausgekommen. Tja, Doug, toll, dann fahrt mal dahin. Wir sind froh, dass es in der Familie bleibt. Na, großartig, vielen Dank, Tim. Hey, weißt du was? Ich bring gleich die Schlüssel und die Parkerlaubnis rüber, dann können wir ja vielleicht ein bisschen rumhängen, ein Spiel angucken. Ja, ich, kleine Sekunde, ja? Er will die Schlüssel rüberbringen und sich mit mir ein Spiel ansehen. Dann sieh's dir an. Sie bieten uns ihr Ferienhaus an. Herrgott, sei doch nicht so unhöflich. Alles klar, Tim. Bin unterwegs. Sehr gut, klasse. Danke, Schatz. Ich liebe dich. Ach, geh bloß weg. Sieh sich das einer an. Sieh sich das einer an. Gott verdammt, das ist das Leben. Okay, dann wollen wir mal sehen, was für ein Spiel heute läuft. Na, ja. Oh, übrigens, hier ist deine Parkerlaubnis. Oh. Ah, ja. Ah, ja. Okay. Ah ja, ich konnte den Schlüssel nicht finden, aber Dorothy wird ihn morgen vorbei. Und? Ich habe uns holländisches Bier mitgebracht. Und du magst noch dunkles Lager, oder? Oh, alles, wo Alkohol drin ist, ist mir jetzt nicht mehr. Lass mich gern. Oh, Mann. Prost. Magst du Racquetball? Vielleicht. Und du? Was magst du denn so? Vielleicht joggen? Wandern? Tontauben schießen? Worauf stehst du? Schwer zu sagen, ich bin mir noch nicht so ganz klar darüber. Was dagegen, wenn ich ein bisschen rumseppe? ja, das Single-Leben wird toll werden. Ich kann rüberkommen, wann immer ich will, ohne dass mir meine Frau im Nacken sitzt. Oh, diese Olsen-Zwillinge sind aber schnell groß geworden. Hi. Du schuldest mir was. Tim ist wirklich äußerst unangenehm. Danke, Babe. Ich sagte, du schuldest mir was. Gute Nacht. Hi, Carrie. Dorothy, hi. Ich wollte dich nicht stören. Ich bring dir bloß ein paar Sachen für das Ferienhaus vorbei. Oh, das ist ja nett. Danke. Es gibt da ein paar gute Restaurants. Zum Krabbenpool. Also Notfallrufnummern. Oh, und die Wegbeschreibung zum Haus. Es könnte ein bisschen schwierig werden, es zu finden. Tja, das ist wahr. Was? Hä?
Oh, ihr seid jetzt gut vorbereitet und könnt losfahren. Ja, das sind wir. Und, gibt es einen Schlüssel oder... Oh, der ist noch in unserem Bankschließfach. Ich werde morgen hinfahren und ihn abholen. Ich muss da sowieso noch einiges rausschmuggeln. Also, ja? Nochmals vielen Dank. Es ist wirklich sehr nett, dass wir euer Haus benutzen dürfen. Ach, ich bitte dich, Carrie. Ich bin froh darüber, dass das Haus nicht leer stehen muss. Tja, ich bin gerade auf dem Weg ins Fitnessstudio. Ist alles in Ordnung? Tim hat gerade ein Rendezvous. Ach, das tut mir leid. Nein, mir tut es leid, Carrie. Ich komme einfach hier rüber und belästige dich damit. Das ist nur... Ich weiß auch nicht. Ich fühle einfach so eine starke Verbindung zu dir. Die Dito. Du versuchst es nicht mal. Ich hab dir doch gesagt, ich will das nicht tun. Komm schon, Spence, mach deinen Mund weiter auf. Das Problem ist, deine Zähne sind zu groß. Warte, was, wenn ich einen verschlucke? Das ist doch der Witz dabei. Douglas? Hey, Schatz, komm rein, versuch mal einen zu fangen. Los! Okay, die gehört jetzt mir. Was ist denn los? Meine neue beste Freundin Dorothy ist da drin und sie macht mich wahnsinnig. Oh, tut mir leid. Doch das kommt dabei raus, wenn man sich in einen Ort verliebt, der Quark heißt. Lass mich in Ruhe. Hey, Richie. Könntest du mir einen Riesengefallen tun? Ich habe Dorothy gesagt, dass du ihr ein Bier bringst. Würdest du das bitte tun und sei ein bisschen nett zu ihr? Ich bin beschäftigt. Richie, komm schon. Sie ist deprimiert und braucht nette Gesellschaft. Und ich komme zu spät ins Fitnessstudio, also bring es ihr. Sei ein bisschen nett. Bau ihr Ego auf, bitte. Ich will nicht. Soll ich mich vielleicht um sie kümmern? Wäre ein einfaches Nein-Danke zu viel verlangt? Hi. Hi. Ihr Bier. Oh, danke. Ich bin Dorothy Saxky. Richie Iannucci. So, Sie haben sehr schön... ...nes Haar. Danke. Warum wirfst du denn mit Lockenwicklern? Ist Doug zu Hause? Nein, der ist noch Tontaubenschießen mit Tim. Gut. Du musst unbedingt mit Richie reden. Worüber? Also, ich habe ihn gestern gebeten, sich meinen Rauchmelder anzusehen. Naja, wie soll ich sagen? Es ist Feuer ausgebrochen. Wir haben Liebe gemacht. Jedenfalls hat er mir seine Telefonnummer gegeben und ich habe versucht, ihn anzurufen. Wohnt er in einer Bäckerei? Weißt du, ich glaube, das könnte sein. Oh mein Gott. Du glaubst doch nicht, dass ich nur ein One-Night-Stand für ihn war? Nein, nein, doch nicht für Richie. Oh, du musst mit ihm reden. Sag ihm bitte, es tut mir leid. Ich hätte nicht so früh ich liebe dich sagen sollen. Du sag ihm das, Carrie. Jetzt beruhig dich doch erstmal, Dorothy. Ich werde mit ihm reden. Sag ihm, dass ich mich ändern kann. Sag ihm, dass ich mich so ändern kann, wie er möchte. So ändern, wie er möchte. Ja. Alles klar. Danke. Oh, Dorothy. Ja? Schon irgendwas Neues wegen dem Schlüssel? Daran kann ich doch jetzt unmöglich denken. Ich sagte nur, dass du ihr schmeicheln solltest. Hab ich ja. Und ihr dabei sehr viele Komplimente gemacht. Schön, dass du das komisch findest. Was hast du dir dabei gedacht? Ich wollte doch gar nicht. Ich stand auf ihrer Leiter und hab mir den Rauchmelder angesehen und bums ist es passiert. Was? Hör auf, ihn anzumeckern. Es ist doch deine Schuld. Du hast ihn mit Bier reingeschickt. Aber ich erinnere mich nicht, ihm gesagt zu haben, hab Sex mit ihr. Was erwartest du? Wenn du eine Schlange und eine Maus in einen Käfig sperrst, mit Bier, dann musst du damit rechnen, dass sie Sex haben. Nun mach dir mal keine Sorgen, ich sehe die Frau sowieso nie wieder. Oh, und genau da liegst du falsch, mein Freund. Du wirst sie treffen, und zwar für mindestens noch einen Monat. Einen Monat? Ein Monat ist verdammt lang. Douglas, er hatte Sex mit ihr. Es ist doch nur anständig, dass du dich weiterhin mit demjenigen triffst, mit dem du geschlafen hast. Aber nicht einen Monat lang. Na schön, 3 Wochen. Dann kriegt sie nicht das Gefühl, dass sie nur ein One-Night-Stand war. Wahrscheinlich hat sie ihn aber bis dahin umgebracht. Ich kapier nicht, wieso dir das so viel ausmacht. Das werde ich dir sagen. Weil sie meine Nachbarin ist. Meine Freundin.
Weil sie ein menschliches Wesen ist. Weil sie mir den Schlüssel zu ihrem Ferienhaus noch nicht gegeben hat. Ah, jetzt verstehe ich. Darum geht's dir bloß. Du bist scharf auf ihr Ferienhaus. Das fällt dir jetzt erst auf? Hast du nicht gemerkt, dass ich mehr Tontauben schießen gehe als üblich? Ach, kommt schon, Jungs. Ich habe das ganze Jahr hart gearbeitet. Ich habe es verdient. Doug, sag ihm, dass er es tun soll. Was springt für mich raus? Richie, tu es. Aber wieso ich... Mann, diese Dorothy macht mich fertig. Wenigstens hat sie jetzt die oberste Stufe der Leiter gepolstert. Das Schicksal ist eine komische Sache, was? Hätte ich der Frau an diesem Abend das Bier gebracht, wäre ich jetzt der erschöpfte Liebhaber. Anstatt ein einsamer, verbitterter, großer Junge. Doug! Ja, Tim! Hi, Doug. Was treibt ihr Jungs gerade so? Seht ihr euch ein Spiel an? Ja, klar. Komm rüber. Mann, hast du sie noch alle? Er weiß doch von nichts. Ich trage sein T-Shirt. Oh. Brüder, jetzt wird's interessant. Warum trägst du sein T-Shirt? Weil Dorothy gestern die Knöpfe von meinem Hemd abgekaut hat. Seht ihr, das hätten auch meine Knöpfe. Zieh's doch einfach aus und fertig. Okay, alles klar. Wenn das merkt, sagst du, ich wäre auch auf dieser Universität gewesen. Hey, Tim. Ups, ist das deine Burschenschaft? Eigentlich nenne ich sie lieber meine Buben, aber okay. Oh, hi, Tim Sachski. Spence Olchen. Starker Händedruck. Sind Sie im Verkauf? Ja, ich mache einen Fahrschein. Ah, Tim Sachski, wie geht's? Gut. Er muss dich erst kennenlernen, weißt du. Also, was haben wir denn da? Ein schönes Spielchen? Basketball-Playoff, ja. Oh ja, klasse. Oh, ich sag euch, das fühlt sich so gut an, mit den Jungs rumzuhängen und ein Bier zu kippen. Und das nur, um mich von dem Gedanken wegzubringen, dass meine Frau mit dem anderen vögelt! Hast du dich nicht auch mit jemandem getroffen, Tim? Nein, nein, das habe ich nur gesagt, um sie eifersüchtig zu machen. Nein, ich gehe ins Multiplex-Kino und sehe mir nur Filme an, in denen Teenager mitspielen. Sie sollten sich die oder keine ansehen. Eine moderne Version des Pygmalion-Themas. Das tut sie doch offensichtlich nur, um ihr brutal eins auszuwischen. Das Verrückte ist, sie steht gar nicht auf Sex. Ich sag euch was, die Lady ist nicht mal imstande, einen Orgasmus zu kriegen. Ich meine, ständig fühlt sich diese Frau unwohl. Es gibt nun mal Dinge, die ein Mann braucht, aber sie ist einfach nicht bereit, sie mitzumachen. Oh Gott, gib sie mir zurück. Ich will sie noch einmal in meinen Armen halten und mit ihr am Strand Liebe machen. Aber jetzt ist da dieser andere Kerl und liebt sie wahrscheinlich wie ein... Oh, ich bin sicher, dass er das jetzt nicht tut. Ja, da. Hey, waren Sie auch in Swarthmore? Ja. Was für eine Klasse. Dankeschön. Guck mal, das habe ich mir für unseren Urlaub in den Hamptons gekauft. Ha? Und? Für dich. Du wirst cool aussehen mit Bräunungsstreifen. So cool. Ja, freu dich nicht zu früh, Quacky. Ich habe Neuigkeiten für dich. Tim möchte wieder zu Dorothy zurückgehen. Was? Woher weißt du das? Weil er es mir gesagt hat. Er will wieder mit ihr zusammen sein. Er will Liebe machen mit ihr. Am Strand. Was? Welcher Strand? Nicht an unserem Strand. Schatz, bereite dich schon mal darauf vor, dass sie wieder zusammenkommen. Und dann wollen sie auch in ihr Ferienhaus. Warte mal, warte mal. Dessen bin ich mir gar nicht so sicher. Dorothy ist jetzt zusammen mit Richie. Und sie scheinen mir überaus glücklich. Ich habe sie Fahrrad fahren sehen. Lass es gut sein, okay? Sie fährt mit Richie in einer Welt Fahrrad, in der du Gott bist. Okay, ich habe eine Idee. Was hältst du davon, wenn ich Dorothy erzähle, dass Richie darüber nachdenkt, sie baldmöglichst zu heiraten? Harry. Währenddessen schießt du Tim, wenn du mal wieder mit ihm Tontauben schießen gehst, in den Fuß. Dadurch können wir nämlich verhindern, dass... Harry, sieh mich an! Es ist vorbei. Hier, Schatz. Danke. Sei bitte vorsichtig. Das könnte asbestverseucht sein.
Hier, Arthur, Post für dich. Oh, der ist von dieser Salbenfirma. Mal sehen, was diese Scharlatane geantwortet haben. Lieber Mr. Spooner, nach der Untersuchung der von Ihnen zurückgesandten Salbe sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass das, was zu Ihrem Ausschlag geführt hat, unser wetterfester, hochgradig silikonhaltiger Fensterkit war. Brechen Sie die Behandlung sofort ab. Naja, das erklärt auch diese riesige Metallspritze.